Sind die Fans mit René Kesselys, 25, Let's Dance-Sieg zufrieden? Der Zirkusartist hat an der Seite von Katrin Menzinger, 33, im großen Finale der Tanzshow die beste Leistung abgeliefert, und die 15. Staffel damit für sich entschieden. Ihm selbst fällt das schwer zu glauben. Dennoch habe er vor der letzten Show bereits ein gutes Gefühl gehabt. Doch finden die Zuschauer Renés Sieg gerechtfertigt, wie aus einer Promiflash-Umfrage, Stand 21. Mai 2022, 12 Uhr, hervorgeht, finden von den insgesamt 1033 Teilnehmern 987,1%, dass der 25-Jährige verdient gewonnen hat. 133, 12,9%, hätten dagegen lieber Janin Ullmann, 40, oder Matthias Mester, 35, auf dem ersten Platz gesehen. Sie stimmten für. Meiner Meinung nach hätte jemand anderes gewinnen sollen. Janin und Matthias selbst sind mit ihrer Platzierung aber total zufrieden. Es ist gerade total schön, auch wenn das vielleicht unerwartet ist. Wir haben jetzt nicht gewonnen, aber wir sind Zweite. Wir sind vielleicht Sieger der Herzen, freute sich die Schauspielerin im Interview mit RTL. Und auch Matthias fand nur positive Worte. Wir hatten einfach nur Spaß und es war eine wunderbare Show.